So. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier nach und nach eine wunderschöne... Das Problem ist, um dem hier jetzt zum Beispiel eine schöne Karte an die Wand zu kleben, müssten wir halt eigentlich ein bisschen durch die Gegend laufen, ne? Ja, wir müssen ein bisschen durch die Gegend laufen, um die Map aufzudecken. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Glaube ich. Ja, doch, das könnten wir gleich mal machen. Können wir dem irgendwie... Haben wir Zäune dabei? Ja, klar, haben wir Zäune dabei. Das ist doch das, was wir immer dabei haben, oder nicht? Dabei, dabei. Ja, das ist halt wieder eine richtig schön beschissene Dachgröße, ne? Wir können jetzt hier wieder nichts in die Mitte machen. Regt mich doch schon wieder auf. Wer baut denn so eine Stümperei? Warte. Das ist zu tief. Nicht zu tief, Rüdiger. Jetzt müssen wir das hier machen und dort. Das ist aber auch... Nee, das ist auch zu tief. Wäre das zu viel Licht? Es gibt eigentlich nicht so viel Licht, ne? Was für Tobi? Warum? Wieso das? Womit habe ich das verdient? Ist das zu viel Licht? Ich weiß es nicht. ich glaube, das ist too much, oder? Vier Laternen für die kleine Butze hier? Weiß ich nicht. Ja, das schreibt dann mal da drauf da. Finde ich gut, für die Nachwelt. Richtig und wichtig. Ich finde es ein bisschen viel. Ja, gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Oder nehmen wir Glowstone. Wir könnten auch Glowstone nehmen, ne? Theoretisch gesehen, das würde auch gehen. Warte mal, haben wir noch Holz? Schöne Fichtenholz. Das ist alles, was wir noch an Fichtenholz hier haben. Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Okay, wir gehen mal Holz sammeln. Ja, wir gehen Holz sammeln. Holz! Holz, 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 Holz. Holz, Holz, Holz. Dickes, fettes Holz. Ich und mein Holz. Ich überlege gerade. Für den Dachboden sind die Häuser, glaube ich, zu klein, ne? Glaube ich. Elfen, warte, hast du im Modchat was geschrieben? Warte. Was? Jo, warte, mach ich sofort. Ich gehe kurz das Inventar aussortieren, warte. Klostein, ja natürlich, Klostein gehört in die Decke. Ist doch ganz klar. Hängt ihr euch eure WC-Ente etwa nicht ins ans Badezimmer, in die Badezimmerdecke oder was? Was ist denn mit euch? So, warte. Okay, ich pack mal die restlichen Holzreste, die wir haben. Oder haben wir hier noch? Ach, guck mal, wir haben ja hier noch. Ja, also ab und zu könnte man das Inventar ja mal aufräumen, ne? Und hier mal die Kisten gucken. Wir haben ja hier noch jede Menge. Geil. Steck rein den Lachs.
So, mal Netherstein. Zack. Okay, die Treppen. Ne, die Treppen lassen wir da. Die Axt nehmen wir. Wir brauchen eigentlich keine zwei Äxte, ne? Wir haben jetzt dann zwei, ist egal. Sonnenblume, weg damit. Hier, zack. Weg mit dem Schinken. Betten können wir erstmal wieder da lassen. Wir können die einbetten. Ja. So, was ist das? Glück? Die Glücksspitzhacke lasse ich auch mal hier, bis wir mal irgendwann wieder in die Höhle gehen. Das Blöde ist, wir können jetzt unsere Effizienzspitzhacke nicht mehr reparieren, weil wir keine Diamanten mehr haben, ne? Ich habe die Sonnenblume schon wieder mitgenommen. Leck mich doch am Arsch. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, seine Werkzeuge zu reparieren? Nee, ne? Die Steinmauern können wir, glaube ich, auch erstmal da lassen. Brauchen wir unsere Steinmauern gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, die können wir auch erstmal hier lassen, ne? Nee, brauchen wir nicht. So. Papier nehmen wir mit, Tageslicht dann so. Nehmen wir auch mit. Okay, wir haben ja noch Holz, ne? Wir haben ja noch Holz. So. Mending drauf machen. Aber du kannst nicht. Kann ich nicht. Warum kann ich keinen Schmied bauen? Warum kann ich keinen Schmied bauen, der mir dann meine Sachen repariert? Macht sowas ein Schmied nicht normalerweise? Ich dachte, Schmiede. Menschen, die eine Schmiede betreiben, sind dafür da. Der verkauft dir nur Neues. Du kannst vom Schmied Sachen kaufen. Ja, wäre aber auch cool, wenn der die einem reparieren könnte zum günstigen Preis, ne? Das wäre halt schon nice, ne? Kannst du selber machen, der ist doch nicht dein Privatschmied. Na klar, ich hab dem hier sein Haus, ich baue dem sein Haus, seine Butze und sowas. Aber sowas von ist das mein Privatschmied. Aber sowas von? Der hat zu machen, was ich sage. Tobi, du Sklaventreiber, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. So geht's uns im Mods auch immer. Ja, natürlich, aber das wisst ihr ja vorher. So. Soll ich dir nochmal Timmys Grab zeigen? Ja, da kann ich aber nichts für. Da bin ich nicht für verantwortlich. Das ist schon lange geklärt, Dry. Die Sache, die Nummer funktioniert nicht mehr. Es ist nicht meine Schuld gewesen. Gibt es denn hier wenigstens? Hier gibt es auch keine Mitte, ne? Das ist halt wirklich... Das ist traurig. Wie kann man nur so bauen? Zum Kotzen. Haben wir hier denn eine Mitte? Doch, ich glaube, hier haben wir eine Mitte, oder? Das müsste so... Das müsste die Mitte sein, oder? Warte mal, 1, 2, 1, 2. Ja, easy, passt. Was vielleicht so machen? Ja, das ist okay. Glaube ich. Geht das? Ist das okay? Ja, das... Mein inneres Ich will trotzdem, dass da auch so Dinger sind. Aber... Ja. Ja. Ist schon okay. Was ist, wenn wir die Fackeln wegmachen? Vielleicht brauchen wir sogar hier noch Licht. Vielleicht ist das zu dunkel. Mach alle vier. Ne, das ist zu viel. Das ist zu groß dann so, weißt? Das kannst du nicht machen. Weiß ich nicht. Das ist irgendwie too much dann, oder? Hier hinten ist halt ziemlich dunkel irgendwie. Ach komm, ich mach mal.
Hier hinten ist halt aber trotzdem ziemlich dunkel. Ist das zu dunkel? Können hier Monster spawnen? Wo kann ich nochmal... Hä, warte mal, wo kann ich denn nochmal... Oh, das ist ein Screenshot. Erstmal Screenshots gemacht, nice. Ja, Beweise! Okay. Ist das hier hinten so dunkel? Wo war das nochmal? Warte mal, Facing North, Client Light. Block ist 9. Ab wann spawnen Monsters? Sechs, sieben. 69. Okay. 42, nice. Okay. Alter. So. Okay, ich sollte vielleicht mal Screenshots löschen, weil jetzt habe ich kein Bett mehr, wo ich schlafen kann hier, ne? Das ist jetzt schon frech von denen irgendwie. Arschlocher. Nein! Finde ich nicht gut. Habe ich hier noch... Ich hab das Bett ist auf der anderen Seite. Ich nehme einfach ein Bett mit. Badminton. So. Okay. Wir düdeln erstmal in den Keller und holen uns ein Bett. War das ein Creeper? Was war das für ein Geräusch? Das habe ich noch nie gehört. Minimal MB, Dankeschön für 6 Monate. Schlumpfig, Dankeschön für 2 Monate. Warpcore Disaster, Dankeschön für 23 Monate. Ethereal Knight Errant, Dankeschön für deinen neuen Sub im Tier 3. Was ist denn mit dir los, Alter? Alter! Ballert einfach Tier 3 raus, Dankeschön! Vielen Da hat doch gerade jemand geklingelt. Oder nicht? Ich bin mir zu 99% sicher, dass da gerade jemand auf die Klingel gegangen ist. Egal. Knight Aaron, Dankeschön auf jeden Fall für deinen Tier 3 Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ex-Manta, Dankeschön für 25 Monate. Lukas Hoch 2, Dankeschön für 28 Monate. Und Ragnar 87, Dankeschön für 7 Monate. Und Dankeschön für alle weiteren Subs und Resubs. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wer ist da gerade durch die Tür gegangen? Da ist doch gerade safe jemand auf die Klingel gelatscht hier. Ich habe das doch gehört. Das hat doch so gemacht. Blöd. Naja. Ich weiß, was sie wollen. Aber sie werden das nicht kriegen. Okay. Wir gehen wieder zurück. Bett. Tobi abgenommen, war einer nicht mehr hier. Nee, hat er nicht. Ich habe mich nur rasiert. Aber wie viele einfach ein Jahr schon nicht mehr hier waren und jetzt trotzdem und jetzt wieder da sind. Wie kommt das? Was ist da los? Bett. Richtig. Wir brauchen ein Bett. Bett.
Schwert. Wurde es mir mal wieder vorgeschlagen. Das ist aber nett. Danke, Twitch. Ach so, Elfin. Ja, warte. Ich stelle mich gerade kurz safe und dann, ich mach das. Ei, du siehst. Warte. Ich stelle mich kurz beim Kartografen unter. Yassi-chan, Dankeschön für 20 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Hat Tobi den Modchat geschaut, war ein Jahr nicht mehr hier. Ja, ich war auch schon ein Jahr nicht mehr im Modchat. wie geht's? Wie überstehst du nicht so schöne Wochen? Hast du einen Ausgleich für dich geschaffen? Tatsächlich ist es so, wenn ich eine nicht so geile Woche hatte, so wie letzte Woche zum Beispiel, also Ende letzter Woche, dann zocke ich ganz gerne immer irgendwas. Oder tatsächlich habe ich auch gemerkt, wenn es eine scheiß Woche ist, dann hilft es mir wirklich, wenn ich hier im Stream bin. Irgendwie. Ist keine Ahnung, kann ich schwer beschreiben. Aber das hilft mir tatsächlich. Also am besten irgendwie ablenken, glaube ich. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich glaube, das ist so, also für mich, wie gesagt, das ist was zocken oder so. Ja, weiß ich nicht. Oder halt irgendwas machen, was du, was du gerne machst, irgendwie. Ich glaube, das ist irgendwie sowas, was man da irgendwie machen kann. Ja. So, pass auf. Folgendes. Wir haben 9 Zuwachs im Mod-Team. Jawohl, so ist es. Ich mach das mal gerade. Warte. Weil natürlich es so ist, dass wir mit Sarah zum Beispiel oder mit Kati oder mit Dry, die halt abends weniger da sein können, weil sie halt normalen Jobs nachgehen. Ist einfach so. Haben wir noch 1-2 Leute gebraucht, die wir als Mods noch hier installieren. Tatsächlich ist es so, dass ich da vollstes Vertrauen in Elflin und das Mod-Team habe, die diejenigen ausgesucht haben. Ja, das habe ich immer so gemacht, das habe ich bei Pommes so gemacht, das habe ich damals bei Golmitzer Junge so machen lassen, das habe ich bei Sarah gemacht, bei Kati, bei eigentlich fast allen. Also ich habe eigentlich fast immer Elflin da komplett vertraut. Und ich glaube, sie hat auch immer gute Entscheidungen getroffen. Ne? Und deswegen einmal diesen hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir unsicher. Wenn es nicht funktioniert hat, Elfen hat mir den Code geschickt, dass ich das so eingebe. Ich bin da nicht dran schuld. Hat das jetzt geklappt? Wo sehe ich das, ob das geklappt hat? Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Boah. Okay. Ah, ich habe Pommes entmoddet. Perfekt. Wunderbar. Nice. Sehr schön. So, und jetzt noch. Warte. Wo waren wir? Ah, hier waren wir. So. Und zack. Mein Partnerstatus gelöscht. Wunderbar. Sehr schön. Nice. So. Ja, herzlich willkommen im Mod-Team. Auf dass ihr in Zukunft auch noch mehr ignoriert werdet als sowieso schon. Aber jetzt, wo ihr offiziell im Mod-Team seid, noch mehr. Ist klar. Natürlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Richtig. Wir waren stehen geblieben bei ihm hier. Ich wollte eine Karte noch machen eigentlich, ne? Ich wollte eigentlich noch eine Karte machen. Ich gehe mal gerade ernten da unten. Wir brauchen nämlich für eine Karte, glaube ich, Papier. Jawohl.
Spielst du mit besonderen Mods oder nur mit Shader? Nee, nur Shader. Und Gerüste Mod. Sonst nichts. Was machst du hier oben? Kannst du mal bitte wieder in dein Haus gehen? Gehst du mal bitte in dein Haus? Komm, Kollege. Lauf mal nicht hier oben. Hallo? Okay. Wenn ich hören will, ne? Kann ich dir keine Leine umwerfen? Kann man Dorfbewohner nicht mit einer Leine ziehen? Okay, dann nicht. Wenn du verreckst, ist nicht meine Schuld. Kaufe ich mir halt einen neuen. Wobei, der ist schon der ist schon gedingst, ne? Der ist schon gelevelt. Das wäre nicht so geil. Ich hoffe, der geht in Deckung nachher, wenn die Zombies jetzt hier gleich kommen. Das sind nämlich auch nicht die hellsten Kerzen, glaube ich. So, wir wollten eine Karte. Ich wollte eine Karte machen. Genau, warte. Pass auf. Ich gehe mal zur Crafting Box. Ne, erstmal gehen wir schlafen. Ich schlafe am Kartografen heute Nacht. Vielen Dank, dass du mir die Gerüste-Mod gezeigt hast. Hat mein Minecraft super bereichert. Ja, geil. Ne, Pommes, Kaffee gehst weiter du holen. Wollen sie aber nicht übertreiben, ne? Ne, nix aber. Gibt's kein Aber. Ich muss mir ja deinen Arsch angucken, wenn du Kaffee holen gehst. Machen das die Chefs nicht auch immer so, wenn sie ihre jungen Bürogehilfen, die gerade frisch aus der Ausbildung kommen, Kaffee holen schicken? Klar. Karte. Papier. Die machen das doch auch immer so. Natürlich machen die das. So, pass auf. Bringt er dir seine Arschweinhosen? Ja, der hat hinten so eine Klappe. Wie bei einer Jeanshose mit Knopf, weißt du? Und dann geht das so runter. Dein Lied, ja, das Pfeiflied. Ich habe das heute bei Dingsbo Epidemic Sound tatsächlich in den Vorschlägen gehabt. Das, ja. Ich sollte dazu weniger nackt mit einem Stück Snickers in der Hand auf der Couch tanzen. Aber ich kann halt nicht anders. Was? Natürlich. Ach, was mache ich denn? So, warte, Karte. Komm, wir wollen eine Karte craften. Wir brauchen für jede scheiß Karte einen Kompass? Wow. Wie für so Babys, die nicht selbst kacken können? Was ist denn jetzt los? Ach so, du meinst bei Pommes. Ach so. Du meinst bei Pommes deiner Hose. Ich dachte schon, was hatten das Snickers und das Nacktanzen mit dem Lied jetzt mit Babys, die nicht selbst kacken könnten, zu tun? Trinity, gute Nacht, schlaf gut. Und Dankeschön. Bah. Ekelhaft. Bah. Ja, aber so ein Ding meine ich, genau. Das mit dem Snickers und dem Tanzen haben wir ganz schnell verstanden. Es gibt Leute, die dafür Geld bezahlen würden. Ich schwöre. Ich schwöre, wenn ich das machen würde und würde nur deshalb meinen OnlyFans-Account machen. Und es würde safe Leute geben, die diesen OnlyFans-Account für 50 Euro im Monat abonnieren, weil sie das sehen wollen. Einer von den 2055 Leuten, die da draußen gerade sind.
Safe würde es einen geben, der 50 Euro dafür ausgeben würde, um das zu sehen. Ich weiß, dass es so ist. So, warum bin ich jetzt hier zurückgegangen? Kompass, richtig. Kompass, was braucht man dafür? Eisen und... richtig. Rotsteinstaub. Eisen. Vor allem nur einen? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass der ganze Chat da auf jeden Fall reingehen würde. Das, ja. Nee. Was, ich wollte es mir jetzt nicht mit dem ganzen Chat versauen, weißt du? Es gibt Leute, die bezahlen 1000 Dollar Patreon einer gewissen Dame im Monat. Echt? Ich dachte, Erik macht auf Patreon nichts mehr. Aber krass. Finde ich gut, dass die Leute gönnen. Finde ich nice. Ich finde es gut, dass die Leute gönnen. Das finde ich nett. Der Erik gibt sich auch immer extra Mühe. Als Eintracht-Fan habe ich genug gelitten, zuletzt schaue ich mir dann das nicht auch noch an. Wobei ich wahrscheinlich besser in Bewegung bin als, als die Eintracht. Ich dachte, Erik wird auf OnlyFans... Nee, auf OnlyFans darf er ja bald keinen Naked-Content mehr bringen. Deswegen ist er jetzt wieder zurück zu Patreon scheinbar gewechselt. Ich dachte eigentlich, der macht da nichts mehr, aber okay. So, ich schmeiß mal. Wobei die Samen eigentlich nicht. Kann ich die Samen wieder haben? Dankeschön. Okay. Hast du eine Meinung zur Kontroverse um Joshua Kimmich? Schwierig. Schwierig.